So, wir sind wieder hier. Gerade eben haben wir uns schon ein bisschen über die Kombination von Training und Ernährung unterhalten und auf was man dabei Wert legen sollte, inklusive kleiner Erläuterung zu der Stoffwechselanalyse. Video blende ich euch unten oder oben ein, wo auch immer es dann kommt. Jetzt haben wir das Trainingsgerät, mit dem wir jetzt arbeiten, schon mal parat, nämlich den Petsi-Ball. Das heißt, Training in einer Dimension mehr. Wir haben jetzt immer einen wackeligen Untergrund, eben durch den Petsi-Ball, der eben hin und her wackelt. Wir haben keine feste Unterlage. Das heißt, es wird jetzt noch mal ein bisschen anstrengender für dich. Ja, das habe ich vorhin gemerkt. Ja, das wird ein bisschen gefährlich. Aber du bist ja fit, du bist sportlich, bist nicht nur Hausfrau, Mutter und Ernährungsexpertin. Und deshalb glaube ich, ich kann dir da jetzt einiges abverlangen. Ich werde es versuchen, das zu schaffen. Wir fangen direkt an mit der ersten Übung. Ja. Du legst dich jetzt mal mit dem Bauch auf den Petsi-Ball drauf. Komplett mit dem Bauch? Ja, so, dass du vorne eben dich mit den Händen noch stabilisieren kannst. Mhm. Jetzt Spannung aufbauen im unteren Rücken. Genau, Zehen wieder zum Schienbein ziehen und jetzt langsam die Beine hinten anheben. Genau, ruhig, richtig schön drauflegen und jetzt hier immer langsam nach oben und nach unten. Ja, und ruhig noch etwas mehr vom Ball runter, ein bisschen nach hinten, vorne irgendwie die Spannung suchen. Das ist immer schwierig, genau. Weil es ist schon eine wackelige Angelegenheit. Genau. Und jetzt, wenn du jetzt nach oben gehst, bleib mal kurz oben. Ups. Genau, kurz die Spannung halten. Genau, jetzt haben wir hier schön Spannung, natürlich im Gesäß, im unteren Rücken und im Beinbeuger und wieder runter langsam und immer hier unten die Spannung halten. Ihr seht ja, das ist gar nicht so einfach, genau, aber mega anstrengend. Vielleicht auch einfach der Ball ein bisschen zu groß für dich, da gibt es natürlich auch verschiedene Größen, aber die Lydia macht es ganz gut, ist auch ganz gut anzuschauen. Für mich hier als Außenstehender jetzt, ich hoffe euch gefällt es auch zu Hause. Okay. So, ich denke, die Übung habt ihr gesehen. Wie gesagt, jetzt stellen wir uns einfach nur ein kleines Workout vor. Eben, dass ihr ideal nur mit Hilfe eines Petsi-Balls zu Hause ausführen könnt. Und Übung 2 und 3 wären jetzt wieder eine Übung, die wir auf beiden Seiten für die seitliche Rumpfmuskulatur ausführen. Dazu legst du dich jetzt mal auf die Seite. Ja, machen wir lieber auf die andere Seite. Auf die andere Seite, genau. Wir gehen ein bisschen mehr in die Mitte. Mit der ganzen Matte? Ja, genau, warte schon. So. So, bitte sehr. Genau. Wie der Trainer wünscht. Bitte Ball zwischen den Füßen einklemmen. Seitlich hast du gesagt. Genau, seitlich. Und jetzt machen wir einen Rumpfstand auf der Seite. Erstmal wieder Schulter über dem Ellenbogen. Mhm. Und jetzt ganz langsam nach oben. Und jetzt natürlich muss man das Ganze hier erstmal ausbalancieren. Ja, genau, da geht schon ein bisschen nach hinten. Ich helfe mal ein bisschen mit. Und jetzt die Spannung halten. Hüfte immer oben, ein bisschen hier noch nach vorne gehen. Genau, sehr gut. Ja, ihr seht schon, es wackelt. Es ist nicht einfach. Jetzt kannst du mal kurz den Arm nach oben nehmen, wenn das geht. Genau, und immer hier die Hüfte hochhalten. Oder das kann man noch als Variation immer. Ja, genau. Okay. Zeigen wir das Ganze noch schnell auf der anderen Seite, dann zeige ich euch noch eine kleine Übungsvariation dazu. So. Für alle Mamas, die uns jetzt zu Hause zuschauen, ihr könnt das Ganze jetzt entweder 30 Sekunden ausführen oder 10 Wiederholungen machen, weil jetzt machen wir das Ganze dynamisch. Und zwar, Lydia, jetzt gehst du mal mit deiner Hüfte nach unten und dann nach oben. Und immer die Spannung halten währenddessen. Ja, genau, ich halte mal kurz den Ball fest. Und rück noch ein bisschen mehr, genau. Merkt man einen Unterschied? Ja, aber es ist sehr, sehr anstrengend, aber trotzdem, ich weiß, für was es gut ist, deswegen mache ich es gerne. Wo merkt man es? Die Oberschenkel, Po und Rücken. Aber auch zum Beispiel in der Schulter. Man muss immer in der Schulter die Spannung halten. Okay, ich würde sagen, es reicht. Wie gesagt, entweder 30 Sekunden lang ausführen, wenn es eine statische Übung ist, oder jetzt eben, wie gerade eben, 10 Wiederholungen, je nachdem, wie fit ihr seid. So, das war jetzt Übung 2 und 3. Die restlichen Übungen seht ihr bei Lydia auf dem Channel. Schaltet also nicht weg. Es kommen nochmal 3 tolle Übungen und bis gleich. Bis gleich.